Hallo liebe Sternentorbewacher, in diesem Video möchte ich euch eine neue Firewall vorstellen, mit der ihr sogar Applikationen filtern könnt. Ich habe euch ja bereits in einem Video die systemweite Firewall UFW im Detail vorgestellt, doch diese Lösung, die ich euch heute vorstellen möchte, die geht noch einige Schritte weiter. Bedenkt dabei bitte, dass ihr hier nur entweder die eine oder die andere Lösung gleichzeitig betreiben könnt. Das Ganze zeige ich euch wie immer auf meiner eigenen Linux-Distribution SpaceFun, hier in der LXQT-Variante. Die ist besonders leichtgewichtig und super schnell und daher natürlich auch besonders sicher. Wenn ihr Plasma oder GNOME verwendet, dann habt ihr bei der Lösung, die ich euch heute vorstelle, auch noch ein Extra. Darauf gehe ich nachher aber noch im Detail ein. Die Software, die ich euch zeigen möchte, heißt Portmaster und die findet ihr hier auf der Webseite safing.io. Das wird geschrieben safing.io. Und hier findet ihr auch bereits auf der Startseite diesen Download-Button. Da müsst ihr hier zunächst einmal auswählen, für welches System ihr diese Software installieren möchtet. Und zwar wähle ich hier Debian Ubuntu, denn SpaceFun basiert ja, wie ihr wisst, auf Debian. Ich wähle das hier aus und dann startet aber der Download noch nicht. Da muss ich hier extra nochmal draufklicken auf Free Download. Und hier lädt bereits dieses Paket herunter. Ich kann jetzt hier in meinem Download-Ordner schauen, den sehe ich hier, und hier einfach draufklicken, denn ich habe hier ein Tool integriert, das heißt GDebi. Damit kann ich direkt .deb-Pakete installieren und hier einfach auf Installieren klicken. Jetzt gebe ich hier mein Passwort ein und kann jetzt hier das Paket installieren. Hier über diesen Knopf Terminal könnte ich mir auch noch anzeigen lassen, was denn da tatsächlich jetzt genau im Hintergrund passiert. Das schauen wir uns jetzt mal an. Hier wird jetzt erstmal das Portmaster konfiguriert. Als erstes wird hier ein Systemd Service integriert, denn das Ganze wird auf Systemebene gestartet im Hintergrund und ich greife dann als User nur noch mit der GUI auf diesem Systemservice zu. Und dazu erstellt er hier so einen Systemd Service. Dazu erstellt er einen Symlink. Und hier lädt er dann die eigentlichen Portmaster Module herunter. Portmaster ist auch filterbasiert, wie viele andere Lösungen auch. Also zum Beispiel, ihr habt auf Android zum Beispiel Lösungen wie Personal DNS Filter. Das ist ein DNS-basierter, also ein Hosts-basierter Blocker. Der ist sehr gut. Das hier funktioniert in dem Fall ein wenig anders. Der nutzt hier IP-Tables, das Firewall-System, also den Netfilter IP-Tables, zusammen mit NFQ. NFQ ist eine Lösung, die diese IP-Tables-Pakete in den User-Space bringt und dann entsprechend markieren kann und so damit arbeiten kann. Und so kann ich dann auch applikationsweite Filter einrichten. Das geht sonst mit der normalen systemweiten Firewall, wie zum Beispiel UFW, nur sehr bedingt, da ich dort nur mit Ports arbeite. Ich schließe das Ganze, hier sagt er, wurde installiert und jetzt müsste ich dann mal schauen, ob ich das hier schon finde. Also ich gehe hier in das Startmenü und gebe mal Portmaster ein und mache mir gleich auch noch eine Verknüpfung auf meinem Desktop. Hier kann ich bei LXQT dann immer noch den Haken setzen, diesen ausführbaren Dienst vertrauen. Als nächstes müsste ich jetzt einmal den Computer neu starten, das mache ich einmal ganz schnell. Denn diese Systemdienste müssen natürlich aktiviert werden. Das geht nicht so ohne weiteres. Dazu ist wirklich ein Neustart des Systems notwendig. Das mache ich jetzt gerade mal hier im Hintergrund. Das geht ja ganz schnell hier bei SpaceFun. Ich starte das einfach schnell mal neu. Da muss ich mich natürlich gleich wieder neu anmelden an meinem System und kann dann auch schon direkt auf diese Applikation zugreifen. Ich sage jetzt hier mal Portmaster und klicke mal da drauf. Und die Besonderheit, auf die ich vorhin noch eingehen wollte, ist, dass du unter KDE Plasma, also falls du SpaceFun mit KDE Plasma oder GNOME verwendest, noch zusätzlich ein Desktop, ein SysTray-Icon hier im Panel hast. Über dieses SysTray-Icon kannst du dann schnelle Aktionen durchführen. Das gibt es jetzt hier in der LXQT-Variante nicht. Ich habe aber gemerkt, eigentlich ist das gar nicht notwendig. Ich habe mir schnell hier ein Icon auf den Desktop gelegt und kann dadurch die ganze Konfiguration bereits vornehmen.
Hier sagt er mir jetzt schon mal einige Informationen. Wir haben jetzt hier diesen Secure DNS. Das Portmaster gibt es auch in so einem Abo-Modell. Wir nutzen hier nur die freie Variante und da haben wir hier diese beiden Features schon bereits mit integriert. Und hier kann ich mir jetzt auch einblenden lassen, welche Applikationen bereits jetzt aufs Internet zugreifen möchten. Und hier sehe ich aber alles nur Applikationen, das sind Systemapplikationen. Hier wird zum Beispiel der TimeSync D von SystemD gestartet, der muss natürlich die Uhrzeit einstellen und das sind Dienste, die laufen nur auf dem Localhost. Das kann ich mal anklicken und dann öffnet sich hier im Hintergrund eine Ansicht und dann klickt ihr hier auf diesen Pfeil und könnt dann hier auch nochmal sehen, wohin das denn geht. Und hier seht ihr hier nur 127.0.0.1. Also das Ganze ist hier wirklich nur auf Localhost aktiv. Da passiert wirklich nicht viel. Hier habt ihr nochmal über dieses Symbol eine Übersicht aller Apps, die schon mal gestartet worden sind und könnt dann die einzeln auch hier nochmal ausführen. Und hier seht ihr die gesamte Internetaktivität in der letzten Zeit. Also hier haben wir die Übersicht über dieses Symbol, das ist das Gleiche, dieser Pfeil und diese Glocke führen aufs Gleiche, nämlich auf diese Ansicht hier. In den Einstellungen könntet ihr auch systemweit noch ein paar Einstellungen durchführen, wie zum Beispiel hier den DNS-Server ändern. Ich habe jetzt hier in den Quick-Settings zum Beispiel Quad9 eingestellt. Der ist mir jetzt sehr lieb, weil der ist in der Schweiz. Die kenne ich, die Leute, die diesen DNS-Server betreiben und dem vertraue ich hier und habe jetzt deshalb hier Quad9 als DNS-Server eingestellt. Jetzt schauen wir doch mal, wie sich das Ganze hier verhält. Wir gehen jetzt hier also zum Beispiel mal auf eine Applikation. Als erstes würde ich mal sagen, ich starte mal den Firefox, denn der Firefox will ja üblicherweise ins Internet gehen. Dann gehe ich jetzt hier mal auf Heise zum Beispiel. Und Heise ist ja bekannt dafür, dass es einiges an Werbung mit ausliefert. Bedenkt bitte, dass du bei SpaceFun standardmäßig sogar schon den uBlock Origin aktiv hast, der hier im Firefox auch schon aktiv ist und ganz viel für dich rausfiltert. Also viel kommt gar nicht mehr beim Portmaster an und ich empfehle immer diese Kombination. Schaut euch bitte mein Video zu meinen Lieblings-Firefox-Add-ons an, denn da seht ihr genau diese Add-ons, die ich euch dringend empfehle. Und das könnt ihr dann kombinieren mit dem Portmaster. Jetzt schauen wir mal hier in den Applikationen rein. Also ich kann jetzt hier in der Netzwerkliste schauen. Ich schaue aber lieber in den Applikationen rein und gucke hier im Firefox rein und klicke dann hier wieder auf den Pfeil. Und da sehe ich jetzt, hier sind schon ein paar Sachen passiert. Das ist jetzt hier alles abgelaufen im Hintergrund und hier könnte ich jetzt einzelne Dinge auch direkt verbieten. Entweder auf Applikationslevel oder global. Hier oben kann ich immer reloaden, das würde sonst jede Minute automatisch passieren und dann sehe ich sofort, was da passiert. Also jetzt als nächstes würde ich spaßeshalber mal den uBlock Origin einfach mal deaktivieren. Ich sage hier aus und sage ein Reload. Und jetzt ist natürlich Heise dann voll von Werbung, das ist ja ganz klar. Aber ihr seht schon, auch der Portmaster hat hier im Hintergrund schon einiges weggeschluckt. Ich sage jetzt hier nochmal Reload. Und sehe jetzt hier sind die ganzen Verbindungen, die jetzt hier vom Portmaster für diesen Zugriff direkt blockiert worden sind. Also da passiert wirklich sehr viel, aber wenn ihr das wirklich sicher haben wollt, dann kombiniert das wirklich mit einem Adblocker in der Applikation und tatsächlich dann halt hier diesen Portmaster. Ich kann das Ganze jetzt hier mal wieder aktivieren und kann mir jetzt zum Beispiel auch mal andere Applikationen einstellen. Denn das Tolle am Portmaster ist tatsächlich, dass du auf Applikationslevel Firewall-Einstellungen oder Filter-Einstellungen vornehmen kannst. Die meisten Applikationen hier, die bei SpaceFun dabei sind, die gehen gar nicht ins Internet standardmäßig. Also von diesen Apps, da geht gar keine ins Internet. Das ist das Tolle an Linux. Das ist nicht so wie so ein Android, wo jedes Ding nach Hause telefoniert. Das ist wirklich Linux, da weißt du, was passiert. Ich habe aber alle Apps vorab, natürlich bevor ich die in SpaceFun eingebaut habe, alle auch mal geprüft. Und ich weiß hier, dass diese Quiet RSS, das ist ein sehr guter RSS-Reader, aber der macht so ein paar Verbindungen nach Hause. Der will also gerne nach Hause telefonieren. Und da gehe ich jetzt mal rein in diesen Quiet RSS und da gibt es dann hier in den Einstellungen, ich mache euch den mal ein bisschen größer, gibt es dann hier in den Einstellungen nämlich einige Optionen. Und zwar hier unter Allgemein gibt es dann eben
da diese Option und diesen standardmäßig aktiv automatisch nach Programmaktualisierung suchen und Quiet RSS durch Senden von Nutzungsdaten verbessern helfen. Und da macht er natürlich dann eine entsprechende Abfrage ins Internet oder halt an diesen Entwickler. Ich gehe jetzt also hier mal an diese, in diese App-Übersicht rein, kann jetzt hier auch suchen, Quiet RSS, da wäre es jetzt zum Beispiel schon drin. Ich könnte jetzt hier mal einen Reload machen und hatte das jetzt gerade deaktiviert. Jetzt versuchen wir das mal hier zu aktivieren und schauen mal, ob sich da irgendwas ändert beim Start der Applikation. Ansonsten könntest du auch zum Beispiel sagen, wenn du jetzt eine App hast, von der du weißt, dass die gar nicht ins Internet gehen soll, kannst du einfach sagen, dass du diese App komplett von dem Internetzugriff ausnehmen möchtest. Dazu könntest du dann halt einfach hier in der Übersicht, den Browser schließe ich gerade mal parallel, in der Übersicht hier diese App komplett vom Internetzugriff ausnehmen. Das macht natürlich bei einem RSS-Reader nur sehr bedingt Sinn, weil du möchtest ja, dass der ins Internet geht. Aber du siehst jetzt hier zum Beispiel, da ist jetzt diese Google Analytics aufgegangen. Also auch hier, und er hat hier auch eine Verbindung nach QuietRSS.org aufgemacht, weil er möchte ja nach Updates suchen. Also du solltest hier entweder diese zwei Haken, also das würde ich immer jedes Mal sowieso empfehlen, diese zwei Haken zu deaktivieren in dieser einen App, die jetzt nach Hause telefonieren will. Aber du siehst auch hier, wir können trotzdem einfach über den Portmaster dann diese bösen Zugriffe auf die Google Analytics unterbinden. Das macht er für dich ganz automatisch, da musst du gar nichts hier im Hintergrund tun. Aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendeine App hast, von der du jetzt sagst, wie zum Beispiel LibreOffice, aber LibreOffice würde jetzt gar nicht nach Hause telefonieren, von der du sagst, die möchte ich nicht, dass die ins Internet geht, kannst du es hier einfach abschalten. Bei diesen Systemdiensten, da musst du natürlich vorsichtig sein, denn wenn du da irgendeinen falschen Dienst deaktivierst, dann kann das natürlich sein, dass es dann nicht mehr funktioniert, wie zum Beispiel hier beim Systemd, TimeSync.d. Grundsätzlich finde ich das eine sehr schöne Lösung. Ihr könnt jetzt hier in der Network History auch nochmal die ganze Aktivität anschauen. Da seht ihr jetzt die ganzen Zugriffe aller Apps. Ihr seht halt auch immer hier schön, wohin das Ganze ging. Ihr könnt das Ganze auch filtern nach Land, zum Beispiel in welche Länder die Zugriffe gegangen sind. Hier oben habt ihr nochmal das Dashboard, Connections Blocked, Active Connections, Active Apps. Da seht ihr auch nochmal einiges. Und da könnt ihr dann jeweils halt hier auch nochmal auf diesen Filter gehen und sehen, was da genau passiert ist. Bedenkt bitte, dass die App, also der Portmaster, aktuell leider nur in Englisch verfügbar ist, auch wenn die Applikation in Österreich entwickelt wird. Also das hat mich ein bisschen gewundert, aber sie ist wirklich einfach zu verstehen. Im Grundausbau musst du nicht wirklich was tun und sie funktioniert wirklich standardmäßig schon sehr gut. Wenn du jetzt hier auf diese Features, die zusätzlichen Features verzichten kannst, wie zum Beispiel dieses SPN, das ist so etwas Ähnliches, so eine Mischung zwischen Tor-Netzwerk und VPN, dann kannst du mit der Gratis-Version wirklich gut auskommen. Hier hättest du dann noch ein paar extra Features, die tatsächlich nur in der Pro-Version erhältlich sind. Das ist dieses SPN, Savings Privacy Network. Das geht dann einfach nicht in dieser Gratis-Version. Da müsstest du dann halt eine entsprechende Lizenz erwerben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Software wirklich sehr, sehr viel zusätzlich nochmal rausblockt. Du kannst für dich entscheiden, ob das wirklich notwendig ist oder ob dir die lokale Firewall, wie zum Beispiel UFW in Kombination jetzt zum Beispiel mit den Firefox-Add-ons ausreicht, oder ob du noch möchtest, dass du zusätzlich noch mehr Kontrolle über deine Apps, die auf deinem Linux-System laufen, haben möchtest. Wenn du das willst, dann ist das Portmaster von Saving wirklich eine tolle Sache. Ist es einfach zu installieren und zu verwalten. Es braucht ein bisschen Systemlast, aber nicht wirklich viel. Du merkst es wirklich kaum und es kann dir wirklich nochmal zusätzlich dein System deutlich sicherer machen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und Nachbauen. Natürlich freue ich mich immer auf deine Kommentare und wenn du uns in unserer Community auf Telegram besuchst. Dazu kannst du ganz einfach hier auf die Webseite spacefarm.ch gehen und dann hier auf den Link Telegram klicken und schon bist du bei uns dabei. Wir helfen dir auch gerne weiter, falls du mal irgendwo nicht weiterkommen solltest, und dann sind wir immer für dich da. Ich freue mich auf deinen Besuch und bis bald. Tschüss!